Hey ho, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Weiter geht es hier im Jahr des Sturzes 110 auf dem Yashas-Massiv, wo wir ja hier beim letzten Mal zurückgekehrt sind, weil ich ja mir so dachte, es könnte irgendwas Interessantes passieren. Und ich hatte sogar tatsächlich recht mit meiner Vermutung, denn es ist wieder ein weiterer Rubin der Trauer entstanden, in dem sich ja dieses Mal die Erinnerungen einer Yule manifestiert hatten, die ja hier vor Jahrhunderten eine ziemlich blutrünstige Kreatur in den Zeitspalt eingeschlossen hat. Und jetzt, ja, wollen wir ihr dabei helfen, sie von diesem Leid zu erlösen, indem wir diese Kreatur jetzt besiegen wollen. Ja, da soll sie auf uns warten und ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, wir schaffen das irgendwie. Also ich denke mal, ich mache mal Folgendes. Möglicherweise mal das Paradigma vielleicht ein bisschen ändern. Dass ich mal vielleicht etwas, sagen wir, durchschlagskräftiges habe. Also ich werde mal hier am besten mal die Vergeltungsballade hier mit einbauen. Damit wir den Gegner schwächen und uns selber ein wenig stärken können. Und dabei soll uns ja nebenbei ja der Janituid ein wenig, ja, schützen. Und ihr, ja, ihr werdet mich nicht aufhalten. So, haben wir ja erstmal die Teile hier zum Klump. Geht ja nicht anders. Oh, okay. Ja, konzentrierte Angriffe bringt es ja auch ein wenig, zum Glück. Gut, und da bin ich ja mal gespannt, was dann passiert, wenn wir dieses Vieh besiegt haben. Also ich weiß ja, ich kriege ja schon mal ein Fragment dafür, dass ich das Ding platt mache. Aber ob ich noch ein weiteres bekomme, das weiß ich noch nicht so ganz. So, da ist es ja schon. Uzumgalu. So, du bist fällig. So. Okay, nochmal Wallum. Und hier auch nochmal Wallum. So, und jetzt versuchen wir mal das Ding mal jetzt mal weiter jetzt hier durchgehend zu schwächen. Sag mir bitte, dass einer von euch den Bandzauber drauf hat. Oh shit. Oh fuck, das hat weh getan. Janituid, wärst du mal bitte so nett, jetzt erstmal das Vieh hier mal vielleicht mal fertig zu... Autsch. Das tat weh. So, komm schon. So, komm. Bomberkern. So, versuchen wir es noch einmal. Okay, ich kann das Ding nicht schleudern. Und ich habe es ja echt befürchtet, das Ding ist einfach verdammt stark. Vor allem schnell. So, am besten mal heilen. Aua! Aber schnell. Okay, er hat also keinen besonders hohen Schockbalken. Also eigentlich könnten wir es schaffen. Also wenn ich jetzt eigentlich einmal so ein bisschen jetzt hier den jetzigen Verlauf anschaue. Das Ding haut zwar hart zu, aber das können wir auch. Am besten nochmal ein bisschen heilen. Und meinen Janituiden wieder beleben, ganz dringend. Okay, das Ding kann sich so buffen.
Aua! Mann, das ist echt heftig. Gegenstände. Am besten noch ein paar Bluttränke nehmen, damit wir das eigentlich ein bisschen hier unter Kontrolle haben. Ah, Mist. Shit. Und ich habe leider den Schock jetzt hier leider weg. Nicht mehr rausbekommen. Das Ding macht uns ja richtig fertig hier. Es kommt schon. Ah, Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Die verdammte Nymphrose hält einfach nichts aus. Gibt's doch nicht. Nee, also das Ding ist ja wirklich echt zu stark. Aber Mann, ich kann den Schock nicht aufrechterhalten. Das Ding erholt sich immer viel zu schnell. Ja, mal sehen. Vielleicht hält er unser Bomber ein bisschen mehr aus. Setzen wir es einfach mal alles auf alles oder nichts. Okay, lieber doch nicht. Vielleicht habe ich ja noch Glück und ich kann noch ein bisschen was machen. Los, komm schon. Los, komm. Komm schon, komm schon. Komm schon. Los, ja! So knapp. Aber wir haben es geschafft. Oh ja, wir haben gewonnen. Boah, ich habe jetzt einfach mal hier alles auf eine Karte gesetzt und ich habe es geschafft. Thank you. I hope we did it. I hope we were able to end her suffering. I'm sure we did. In an effort to save the people of the city, Yule broke her oath and tampered with time. This caused a disturbance in the timeline, which led to the creation of a paradox. And the death of many innocent people. I have to wonder, did Yule make the right choice? Was there even a right choice to make? If she had done nothing, people would have died. But the city that Yule so desperately hoped to save was eventually destroyed. No matter what her decision, either choice would have eventually led to the death of the people of Padra. I don't have the ability to see into the future like she does, and I'm thankful for that. If we knew the outcome of all our actions, wouldn't we just give up? What would be the point of trying? But I can't see what's going to happen.
I don't have the power to know what tomorrow may bring. And that's why we can still hope and believe in the future. Da ist echt was dran. Gut, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben Irso und Gallo besiegt und dafür das nächste Fragment erhalten. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines hier in dieser Zeit. Wenn ich mich jetzt nicht irre, genau. Eines fehlt noch und ich schätze mal, das werde ich ja erst bekommen, wenn ich ja den Typen hier seinen Namen zurückgebe. Da ich ja allerdings weiß, dass ich ihn hier nicht finden werde wahrscheinlich. Obwohl, es könnte doch sein. Also ich gucke erstmal ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja doch noch hier irgendwo einen Rubin der Trauer, der jetzt noch nicht aktiviert wurde. Wäre jedenfalls schön, wenn das so wäre. So. Ah, Mann! Das Mistvieh. Okay. Muss ich jetzt auch mal gleich wieder dran denken, dass ich jetzt erstmal wieder die Paradigmen umändere. Boah, ich muss echt schon mal sagen, das war wirklich doch in letzter Sekunde ziemlich knapp gewesen. Mein Bomber ist draufgegangen, Sarah ist draufgegangen und Noel, der war eigentlich auch sogar noch kurz vorm Abkratzen, aber wir haben erstmal doch tapfer bis zum Schluss weitergekämpft. Und es hat sich echt gelohnt, sich hier nochmal so ein bisschen auf ein Risiko einzulassen. Ja, gut, alles klar. Paradigmen genau wollte ich noch schnell ändern. Wollte ich ja dieses hier wieder haben, das Sturmkommando. Ja. Okay, gut. Okay, ich werde mir das erstmal nochmal so schnell ein Schokobo schnappen und mal schauen, ob ich hier noch irgendwo einen Rubin der Trauer finde. Und falls nicht, dann gehe ich einfach nur zu den Typen hin und werde dann hier die Chronosphäre wieder betreten. Mann, blöde Monster. Naja, wenigstens waren die nicht zu nervig. Gut, geschafft. Lebenssplitter, Schauder drauf, Astralzipfel erhalten, alles ganz nettes Zeug. So, gut, dann schaue ich mich nochmal ein bisschen um, wie gesagt. Also ich will jetzt natürlich jetzt ganz sicher sein, ob jetzt hier irgendwas ist, was ich noch tun könnte, eventuell. Also gut, die Haupthandlung ja in dieser Zeitlinie haben wir ja zum Glück ja jetzt endlich abgeschlossen. Und nun, ja, bleibt jetzt immer noch zu schauen, was ich jetzt noch hier für ein Fragment finden kann. Es könnte natürlich auch eins sein, das jetzt hier irgendwo noch so herumliegt. Da bin ich jetzt natürlich nicht so sicher. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das hat was mit diesem einen Typen zu tun, der jetzt hier noch ist. Okay, hier oben weiß ich ja, war zwar noch eine Kugel, aber die haben wir ja schon bereits abgeschlossen. Mann, ich liebe diese Musik einfach. Na schön, hier haben wir auf jeden Fall nichts gefunden. Dann sehe ich mich nochmal woanders um. Also ich weiß ja, hier unten ist ja der Typ, den ich suche. Der eine Typ da, der ja sein Gedächtnis verloren hat. Können wir gleich mal nochmal woanders schauen. Aber zuerst gehe ich mal hier lang. Nochmal kurz hier jede Ecke mal absuchen. Ist hier irgendwas? Okay, da unten sehe ich nichts. Hier auch nicht. Hier haben wir auch nichts in der Ecke. Ne, dann vermute ich mal, hier haben wir tatsächlich nichts mehr. Gucken wir nochmal hier mal uns das Gelände an. Nö, hier ist nichts. Alles weg. Keine Rubine der Trauer mehr. Alle sind jetzt hier sicher und befreit. Das Paradox ist auch gelöst. Das heißt also, sonst ist keine weitere Mission. Also, das letzte Fragment kriege ich tatsächlich von dem einen Typen, der jetzt hier nicht mehr weiß, wer er ist. Sobald wir ihm seinen Namen zurückgeben, wird er sich wahrscheinlich auch an alles andere erinnern. Und zum Dank überlässt er uns dann das letzte Fragment hier aus dieser Zeit. So muss es ja gewesen sein. Ich hoffe es mal zumindest. Also, ich weiß es einfach nicht mehr. So, lass mich mal runter, Vogel. Da ist er ja. Who am I? Where am I? Why can't I remember anything? Das weiß ich leider auch nicht. If only I could remember my name.
Ja, deinen Namen kenne ich leider auch noch nicht. Aber das kriegen wir heraus. Gut, dann verschwinden wir einfach mal. Falls ich ja irgendwann herausfinde, wie der Typ heißt, komme ich ja wenigstens auf den schnellsten Wege zu ihm hin zurück. So, Arcade-Steppe. Ja gut, was mache ich zuerst? Ich denke mal, zuerst einmal gehe ich mal schnell hier nach Serendipity. Und werde dort mal einfach mal schauen, ob ich neue Fragmentfertigkeiten bekomme. Und dann geht es einfach mal wieder zurück in den Turm von Augusta. Also das ist jetzt momentan die einzige Route, die mir jetzt noch einfällt, wo ich was finden kann. Naja, jetzt mal abgesehen von diesem anderen Portal da jetzt, das noch in Academia ist. Aber das holen wir uns erst später. Ja, aber ich merke eigentlich ja schon, das wird langsam richtig heftig hier. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass dieses Vieh wirklich so stark sein kann. Dass wir doch wenigstens noch mal so ein bisschen gute Chancen hätten, aber das hier war einfach echt zu knapp. So, dann mal los. If you present me with any fragments you obtain, I will offer you some guidance. Ja, ich hab doch Fragmente gefunden. Wieso? Mock, sag ihr mal was. The distortion in time. If you present. Okay, anscheinend habe ich immer noch nicht genug Fragmente. Wie viele besitze ich jetzt eigentlich überhaupt insgesamt? 63 von 160, also gerade mal ein Drittel von denen jetzt haben wir zusammen. Mann, unfassbar, wie viele es sind. Na gut, dann habe ich hier erstmal weiter nichts zu tun. Ich gehe raus. Und werde ich jetzt endlich mal im Turm von Augusta jetzt nach diesem Portal suchen? Habe ich ja lange genug hinterher geschoben. Ja, okay. Gut, sonst ist da weiter nichts. Hier oben ist nichts, hier auch nicht. Sonst ist ja eigentlich ja nur noch das Portal hier übrig. Hier oben ist ja auch nichts. Okay, und hier fehlen ja auch noch zwei Fragmente. Ja gut, ich werde einfach mein Glück mal versuchen. Irgendwas muss ja hier sein. Und zwei Fragmente sind ja auch noch hier versteckt. Also das heißt, wir haben ja eh noch genug zu tun. Jetzt mal ein bisschen schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, da sind wir auch schon wieder. Turm von Augusta. So, okay, wir haben ja hier noch ein paar unerforschte Etagen. Ebene 49 zum Beispiel habe ich mir ja noch gar nicht angesehen. Deswegen, ja, gehe ich mir am besten mal das zuerst ansehen. Hier sollte ja hoffentlich alles still sein. Boah, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen zu still, aber naja, gut. Da muss ich jetzt mit durch. Oh, gut. Ich kann auf Ebene 49 runterfahren. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann spare ich mir wenigstens erstmal was. ...50, 50 und 49. Ja, und sieh mal, was wir da gefunden haben. Da ist es ja schon. Tja, ja, ich habe es aber irgendwie auch schon geahnt, also... Wenn, dann muss das Urartefaktportal ja irgendwo sein, wo wir ja noch nicht gewesen sind. Was wäre da wohl besser geeignet als... ja, ein unerforschtes Stockwerk. Was bist du für ein Vieh? Ein Magmadon. Ah, interessant. Mal sehen, ob ich ihn schnell schocken kann, bevor er jetzt hier richtig wild wird. Photonengeschoss. Boah, das ging ja einfach. Jo, aber leider keine Items bekommen. Das ist schade.
Na gut, was soll's. Okay, ich sehe ja schon erstmal da einen Würfel. Kann ich Mock bis da hinten hinwerfen? Sieht wohl ganz so aus. Okay, schnapp der Ding, Mock. Okay, ich konnte Mock nicht dahin werfen. Gut. Sag mal, wie weit fliegt Mock jetzt durch die Gegend? Der braucht ganz schön lange. Okay, jetzt ist er wieder da. Cool. Naja, immerhin hat er einen Heiltrank für uns mitgenommen. Das ist doch auch schon mal was. Oh, Sunny Pudding und CD Bot. Naja, immerhin kriege ich jetzt erstmal wenigstens hier wieder ein paar gute Sachen. Also ich weiß ja, einen brauche ich ja unbedingt, um meinen Wasserwerfer weiter zu leveln. Das kriege ich ja nur hier. Okay, gut. Das sollte uns den Weg öffnen. Hoffentlich. Gut. Ja, da vorne ist das Portal. Da gehe ich auch gleich hin. Aber zuallererst will ich mir mal diesen Schatz da holen. Ohne, dass mir irgendwelche Monster jetzt hier zu sehr stören. Das dauert mal wieder. So denn, wollen wir mal schauen, was du da versteckt hältst. You got this. Was bist du da? Paradoxmaterial B. Okay, irgendwas ist das. Irgendein wichtiger Gegenstand auf jeden Fall. Hier ist es nicht mit dabei, das auch nicht. Monsterkomponenten, das auch nicht. Dekor, Freizeitmütze. Hä? Warte mal, habe ich mich jetzt irgendwie verguckt oder so? Doch, da ist es doch. Paradoxmaterial B. Dieses Material unterlag den Auswirkungen der Zeitanomalie und enthält viel Bronze. Irgendwas wird das ja bestimmt noch bewirken. Bin ich ja mal gespannt. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Geht ja nicht anders. Na schön, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war's wieder mal hier mit Let's Play Final Fantasy 13 2 in diesem Part. Beim nächsten Mal, ja, werde ich einfach mich noch hier ein bisschen weiter umschauen und anschließend ja das Urartefakt-Portal öffnen. Also ich will ja natürlich erstmal hier noch die Karte aufdecken und schauen, was man hier noch so Interessantes findet. Also da ist ja noch so anscheinend einiges. Irgendwo müssen ja auch noch zwei Fragmente sein, soweit ich mich erinnere. Eventuell sogar darunter einen Graviton-Kern. Da kann ich allerdings nur raten. Aber das finden wir alles noch schnell genug heraus, hoffentlich. Also dann, bis zum nächsten Part und tschüss!